Hallo und willkommen zur Lektion Firmenlogo in Berichtsvorlage einfügen. Es empfiehlt sich, in der geöffneten Berichtsvorlage die Formatierungszeichen einzublenden. Nach dem Einblenden der Formatierungszeichen auf die Schaltfläche Zusätzliche Kommandos klicken. Das Pull-Down-Menü mit einer Auswahl unterschiedlichen Kommandos wird geöffnet. Das Menüelement Bearbeite Kopf Fußzeile anklicken. Die Kopf- und Fußzeile wird jetzt im Texteditor angezeigt. Jetzt auf das Formatierungszeichen in der Kopfzeile klicken und dort den Cursor zu platzieren. Danach wieder auf Zusätzliche Kommandos klicken. Und Element Füge Bild ein auswählen. Ein neues Auswahlfenster erscheint. Bisher wurde noch kein Firmenlogo eingefügt, deshalb steht kein Bild zur Auswahl bereit. Auf Bild hinzufügen klicken, um das eigene Firmenlogo in das Fischer Data Center zu importieren. Das Fenster Bild importieren erscheint. Jetzt das eigene Firmenlogo auswählen und auf die Schaltfläche Öffnen klicken. Im neuen Fenster Bild speichern wird der Speicherort des Logos angegeben. Nach der Auswahl des Speicherortes auf Schaltfläche OK klicken. Das Firmenlogo wurde in der Kopfzeile eingefügt. Für das Ändern der Logogröße das Bild anklicken und den Bildrahmen in die gewünschte Größe ziehen.